Philipp, die Crunch-Time scheint die Duelle zwischen Ulm und Bonn nicht nur in der Serie, sondern auch seit 8 Spielen jetzt in Folge zu prägen. Warum ist das so? Warum kann sich keine Mannschaft in den Partien entscheidend absetzen? Die naheliegendste Lösung oder Erklärung wäre dann, dass wir zwei Mannschaften auf Augenhöhe einfach sind. Warum das jetzt bei jedem Spiel ausgerechnet dann wirklich so war, kann ich nicht sagen. Grundsätzlich, warum wir dann das für uns die Saison eher vom Vorteil war, ist ja, dass wir, glaube ich, sehr, sehr viele enge Spiele dieses Jahr für uns entscheiden konnten und so eine Crunch-Time-Qualität haben. Glaubst du auch, dass die euch in den 2 bis 3 nächsten Spielen, die noch auf euch zukommen gegen Bonn, helfen kann? Ja, definitiv. Ich denke, es wäre halt aber auch mal nicht schlecht, wenn wir es einfach mal so schaffen könnten, uns so abzusetzen dass, oder nicht so in den Rückstand zu kommen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also ich denke, dass wir jetzt gerade auch in Spiel 2 die Möglichkeit gehabt hätten. Wir haben in der Offensive endlich mal wieder gut getroffen und liefen die Sachen zusammen, aber haben es dann diesmal verpasst, in der Verteidigung die Stops zu kriegen. Und da wäre es vielleicht mal eine Möglichkeit gewesen, sich so ein bisschen abzusetzen. Du spielst in der Defensive öfter gegen Brooks, der ist bisher der Topscorer in der Serie. Bereitest du dich auf so eine athletische Spielweise, die er ja prägt, in spezieller Weise vor? Ja, natürlich. Brooks ist eine besondere Herausforderung, gegen zu spielen, weil er halt nicht nur diese unglaubliche Athletik hat, sondern auch einen gefährlichen 3-Punkte-Wurf und auch aus der Mitteldistanz sehr gefährlich ist. Also es ist ein Spieler, den man einfach sehr, sehr schwer stoppen kann. Das Beste bei solchen Spielern ist einfach immer versuchen, es gar nicht am Ball kommen lassen. Das letzte Mal, als ihr in Bonn wart, habt ihr so Begegnungen gemacht mit alten Bällen und verschiedenen langen Netzen, hat man gehört. Glaubst du, solche Überraschungen kommen auch das nächste Mal beim nächsten Ausflug nach Bonn auf euch zu? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also es klar, in so einer Serie, das macht aber auch einen Reiz aus. Ich finde, das gehört macht irgendwo auch Spaß dann an so einer Serie, dass dann eben so kleinere Provokationen kommen und dann kommt dann irgendwie wieder so eine Revanche und dann geht's wieder, das spielt sich so ein bisschen hoch und ist eben was Besonderes. Ja. Ob das jetzt da bewusst von Bonn gemacht worden ist oder nicht, weiß ich nicht, aber klar, mit sowas muss man rechnen. Du hast schon 10 Jahre auf dem Buckel in der BBL, hast schon einige Playoff-Partien hinter dir. Kannst du sagen, dass sowas schon öfter vorgekommen ist und hat das dich auch so ein bisschen abgestumpft, kann man sagen, dass dich das nicht mehr so beschäftigt, solche kleine Spielchen? Ja, ist immer wieder witzig, was sich so einfallen lassen wird. Also, oder es ist zufällig zu der Jahreszeit, dass dann immer solche Fehler oder Sachen passieren, aber oft klar ist es, ja, die Erfahrung hab ich schon in meiner Karriere gemacht. Ja, ich glaube, manchmal kann es aber auch so beflügelnd erwirken, dass man dann vielleicht nochmal so eine kleine extra Motivation hat. Flügeln kann ja auch sein Playoff-Bad. Bei dir ist es jetzt auch schon ein bisschen am Sprießen, scheint so. Überhaupt habe ich das Gefühl, dass das Team das jetzt so ein bisschen mitnimmt, oder? Wir haben natürlich wie jedes Jahr vorher überlegt, ob wir irgendwas machen. Ich glaube, dieses Jahr war so das bevorzugste, die Wahl der Bartbehaarung wäre so unfinished business und dann eine Hälfte rasieren und die andere nicht. Und aber gab es zum Glück genug Gegenstimmen, so macht jetzt jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Ich war kurz davor, ihn zu rasieren, aber nachdem jetzt diese ganzen kleinen Nicklichkeiten abseits und auf dem Spielfeld waren, dachte ich, okay, das passt vielleicht so ein bisschen, dann auch ein bisschen rauer den Bart zu tragen. Dann sind wir gespannt, wie es rau weitergeht in Bonn. Danke, Philipp. Danke.